Deutsche Versicherungen zahlen jährlich über 1 Milliarde Euro für Leitungswasserschäden. 3/4 der Fälle gehen auf Rohrbrüche zurück. Ein überfluteter Keller kann zudem zur tödlichen Falle werden, wie beim heutigen Einsatz der Feuerwehr. Leitstelle Köln, guten Tag. Ja, hallo, hier ist Günther Scheuner. Ich brauche dringend Hilfe. Ja, Scheuner, was genau ist denn passiert? Ein Wasserrohrbruch. Der ganze Keller ist voll Wasser. Ja, Scheuner, wo genau sind Sie denn? Ich bin auf der Dünnwalder Straße 48. Kommen Sie bitte schnell. Ja, Scheuner, bleiben Sie ruhig. Ich schicke Ihnen die Feuerwehr raus. Als die Feuerwehrkräfte an dem alten Mietshaus eintreffen, ist der Hausmeister, der den Notruf abgesetzt hatte, nirgends zu entdecken. Einsatzleiter Udo Schäfer ist besorgt und fürchtet, dass dem Mann etwas zugestoßen sein könnte. Wir haben hier einen Wassereinbruch im Keller als gemeldet worden. Melder habe ich jetzt hier keinen gesehen. Müssen wir erst mal kurz gucken, wo wir den Zugang zum Keller haben. Ja, unser eigentliches Einsatzstichwort war Keller unter Wasser. Und was dann daraus geworden ist, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Hallo! Hier auf der rechten Gebäudeseite ist ein Keller unter Wasser. Ja, okay, ich komme. Hi. Hi. Da. Oha. Ja. Ja, pass mal auf, wir müssen jetzt aufpassen. Da könnte ja auch Strom sein, eventuell. Alten Häuser, Stromzuleitung, dann ist alles unter Strom da unten. Ja. Da müssen wir jetzt mega aufpassen. Einen Stromprüfer brauchen wir gleich hier. Wir brauchen dann hier was abzupumpen. Und wir müssen gucken, ob wir vorne die Zufuhr sperren. Ja. In älteren Häusern wie diesem befindet sich der Stromverteilerkasten meist im Keller. Vor allem deshalb muss am Straßenhydranten schnellstmöglich die Wasserzufuhr gestoppt werden. In dem Moment trifft die Familie des verschwundenen Hausmeisters ein. Wer sind Sie? Alexa Scheuner. Ja. Mein Vater arbeitet hier als Hausmeister. Als Hausmeister? Wir wollten ihn abholen. Ja, der Keller ist unter Wasser. Warum wissen wir noch nicht? Und wo ist mein Mann? Das wissen wir noch nicht. Wer arbeitet hier? Ja gut, die Tür ist leider abgeschlossen. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe Schlüssel für das Gebäude. Ja, mal nachgucken. Vielleicht können Sie... Ja, wunderbar. Okay. Soll ich nachschauen? Vielleicht ist mein Mann oben. Telefoniert nur. Haben Sie mit ihm telefoniert? Ich habe vorher mit ihm telefoniert. Wir hatten uns verabredet. Ich muss ihn abholen. Okay, komm auf. Nehmen wir hier rein, das ist ein Schlüssel. Vielleicht findest du hier drin auch den Sicherungskasten, wegen Strom unten, ob wir den abschalten können. Mhm. Eventuell alte Gebäude, kann im Keller sein, muss aber nicht. Ein gefluteter Stromverteiler im Keller würde jede Berührung mit dem Wasser lebensgefährlich machen. Wie die Tochter und die Ehefrau ist Udo Schäfer vor allem wegen des vermissten Hausmeisters beunruhigt. Papa? Hallo? Moment, da war doch was. Hallo? Papa? Gott, das ist eindeutig Papa. Da ist einer drin. Aha. Hier, Stromprüfer. Ja. Leitstelle Köln von der Einsatzleitung. Leitstelle Ort. Ja, geänderte Lage. Wir haben eine Person im Keller. Wir bräuchten dringend NEF und RTW. Eventuell Stromschlag. Boah, dann prüfen wir erstmal. Ob Strom da ist. Da Eigenschutz für uns ganz wichtig ist, haben wir mit dem Stromprüfer erstmal gemessen, ob das Wasser unter Spannung steht, um unsere Einsatzkräfte nicht in Gefahr zu bringen. Hast du die Erdung? Ja. Okay. Oh, Scheiße. Strom drauf. Ja, Strom drauf. Achtung an alle Einsatzkräfte, das Wasser ist unter Strom. Ja, wo ich dann festgestellt hatte, dass das Wasser tatsächlich unter Spannung steht, habe ich sofort meine Einsatzkräfte gewarnt, dass keiner mit dem Wasser in Verbindung tritt und habe dann den Fähr- und Entsorger alarmieren lassen über die Leitstelle, damit er uns halt den Strom abschaltet. Zumal das Wasser nach dem Rohrbruch weiter steigt und den fast reglos auf dem Tisch liegenden Familienvater zu erreichen droht. Das eintreffende Rettungsteam um Birgit Maas muss sich auf die Versorgung schwerer Verletzungen bis hin zur Wiederbelebung einstellen. Hallo. Hallo, ihr habt uns angefordert. Ja genau, pass auf, folgende Lage. Wir haben einen Keller, der ist unter Wasser. Ja. Wasser steht unter Strom. Wir haben eine Person unten im Keller, die wimmernd auf dem Tisch liegt. Ich habe jetzt eine Person unten gelassen, die erstmal betreut, also jetzt visuell. Bitte? Ist sie verletzt, die Person, oder? Ja, vermutlich. Fahrzeugführer, Einsatzleitung hört. Riss die Straßenkappe nicht auf. Dann hol dir einen Hammer und hau das Ding kaputt. Wir müssen das Wasser abstellen. Sofort, ganz schlingend. Wir hatten dann Probleme, die Wasserzufuhr abzustellen, da der Deckel von der Abschiebeeinrichtung, die im Boden ist in der Straße, durch Dreck, Schmutz oder Straßenverkehr so feste war, dass wir halt den
Metalldeckel erst zerstören mussten, um halt da dran zu kommen und es abzudrehen. Guten Tag. Wir müssen leider warten, bis die Stadtwerke hier war zum Abschalten. Wir kommen gleich und holen Sie da raus. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Also, Kopf gestoßen, an einem unteren Rohr und dann sind die Glasscherbe. Entschuldigung, ich habe Sie verstanden. Aber die Stadtwerke sind immer noch nicht da. Verdammt, bleibt Kopf gestoßen, an einem unteren Rohr. Ja. Und hat sich an der Glasscheibe geschnitten, aber hier wohl am Handgelenk. Der hätte jetzt auf jeden Fall die Hand da drauf. Das ist schon mal gut. Leitstelle Köln. Wie hieß er nochmal? Günther. Günther? Günther? Ist Ihnen schwindelig? Ja? Können Sie noch einen Moment aushalten? Als wir hier eingetroffen sind, lag der Patient ja noch im Keller auf dem Holztisch. Das Wasser um ihn herum stand unter Strom. Da konnten wir natürlich nicht direkt ran und konnten auch nicht gucken, wie er jetzt verletzt ist. Er hat aber selber ganz tough reagiert. Seine blutende Wunde hat er sich selber erst mal zugedrückt und war aber auch sehr empfänglich für unsere Zusprache. Das ist für uns natürlich wichtig. Daher können wir ja halt wissen, ob der Patient nur ansprechbar ist und nicht in Ohnmacht fällt. So. Den wollte Papa noch letzte Woche schon. Kommen Sie mal her. Was ist Schluss von Fahrzeug? Sie müssen sich jetzt einmal... Nein. Hier, lassen Sie mich mal ganz kurz. Letzte Woche schon weg. Hören Sie mal zu, ich wollte gerade kurz mit Ihnen sprechen, ja? Passen Sie auf. Wir sind jetzt hier draußen und er ist jetzt da unten in der misslichen Lage. Er bekommt alles mit. Wir müssen jetzt alles tun, damit er ruhig bleibt da unten, ja? Es sind alle verfügbaren Kräfte jetzt hier. Versuchen Sie, sich ein bisschen zu beruhigen. Genau. Versuchen Sie mal ganz kurz mit mir zusammen zu atmen, ja? Sie hyperventilieren ja gleich. Ganz ruhig. Pass auf, wir haben Verbindung mit Ihrem Mann. Ist also ansprechbar soweit. Wir müssen die Stadtwerke abwarten. Wir müssen die Stadtwerke abwarten. Ganz ruhig, können wir nicht mit rein. Mir zusammen atmen. Alles einatmen. Die Ehefrau war natürlich sehr, sehr aufgeregt, hat sehr schnell geatmet. Da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man hyperventiliert. Wir haben uns jetzt ein bisschen um sie gekümmert, haben ihr geholfen, ein bisschen ruhiger zu atmen und sie dann auch ein bisschen abseits des Geschehens auf eine Stufe gesetzt. Ich denke, das hat ihr in dem Fall ganz gut getan. Einsatzleiter, der Stadtwerke herzlich kommen. Ah, super. Lass mich mal gucken. Hallo. Guten Tag. Komm, vorne. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig, dringend von dem Gebäude den Strom abstellen. Ich muss für den ganzen Straßenzug den Strom machen. Dann den ganzen Straßenzug, ist mir egal. Da unten ist eine Person, die ist schwer ansprechbar, die ist verletzt. Ja. Ne, und das alles unter Wasser. Okay. Weil Sie nicht fertig sind, können wir nichts machen. Nicht. Super, perfekt. Gehst du mit? Ja, natürlich. Und gibst mir eine Rückmeldung, ja? Sobald ich eine Rückmeldung kriege, dass er abgeschaltet hat, muss ich noch mal messen. Wenn er dann gemessen hat, dann kann der erste Trupp rein. Gut. Deswegen würde ich vorschlagen, bereitet hier schon mal alles vor. Günther, die Stadtwerke ist jetzt da. Ja, die stellen jetzt den Strom ab und dann kommen wir zu dir rein. Angelstrop, der zweite Mann. Jetzt zählt jede Sekunde. Das Wasser steigt zwar nicht mehr, nachdem der Zulauf zum Haus am Straßenhydranten gestoppt werden konnte, doch der Strom konnte noch nicht abgestellt werden. Und der stark blutende Hausmeister droht, das Bewusstsein zu verlieren. Ein Sturz vom Tisch würde mit ziemlicher Sicherheit den Tod des Familienvaters bedeuten. Dann endlich. Anlage ist freigeschaltet, ja super. So, lass mir da durch nochmal, mach mal Platz. Die Polizei ist mitverständigt, ne? Ja, super. Ja, perfekt. Stromlos. Stromlos, komm. Alles vor. Lass uns bitte rausholen. Angeschubst rein, komm an rausholen. Hol mal die Frage noch ein bisschen näher zu uns. Mach mal ein bisschen Platz hier. Noch ist nicht klar, wie schwer der Hausmeister wirklich verletzt ist. Bei seiner Rettung muss das Einsatzteam mit äußerster Vorsicht vorgehen. So, gucken Sie nach vorne, nach oben, genau, schön die Beine durchdrücken, nicht nach unten gucken. Super, schön nach oben gucken, schön die Beine durchdrücken. Sehr gut, dann können Sie direkt auf die Trage. Papa! Okay. Machen direkt einen Druckverband hier. Der Patient selber war Gott sei Dank ansprechbar. Er konnte sich auch an alles gut erinnern. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Er hatte am Kopf eine kleine Wunde. Viel schlimmer war jetzt die große Schnittverletzung am rechten Unterarm. Die mussten wir selber jetzt mit dem Druckverband versorgen. Die wird sicherlich im Krankenhaus operativ behandelt. Was ist passiert? Wie haben Sie das denn gemacht? Rohr reparieren. Ja. Dabei habe ich mir den Kopf gestoßen an einem herunterhängenden Rohr. Und Sie können sich an alles erinnern aber? Ja, und dann wollte ich mich abstützen. Ja. Und bin in eine offene Flasche mit der Hand. Okay. Irgendwelche Blutverdünner oder sehen Sie aber nicht ein? Okay, super. Die Lunge ist auf jeden Fall gut belüftet. Ja. Durch die Schnittverletzung an seiner Hand wurde offenbar eine Arterie getroffen. Die Rettungskräfte überprüfen anhand seines Kreislaufs und seines Puls, ob der Blutverlust des 46-Jährigen bereits lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat. Sättigung ist aber in Ordnung, ne? Ja. Wollen wir ins Auto gehen und alles weiter im Auto machen? Ja.
braucht auf jeden Fall einen 130 zu 70er Druck schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Sie haben ein super Glück gehabt, ne, dass Sie auf dem Tisch waren. Ne? Wenn Sie hier runtergekommen wären, ein bisschen mit dem Wasser in Verbindung, dann wären Sie tot gewesen. Da stand alles unter Strom da unten. Ja? Also von daher können Sie nochmal Geburtstag feiern. So, ich lasse euch mal hier oben hin wieder. Super, alles klar. Mal lassen. Die weiteren Aussichten für den Patienten würde ich als sehr gut einschätzen. Er hat hier sehr großes Glück gehabt, denn Strom kann schon erhebliche Verletzungen verursachen, schnell zum Tod führen. Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich einmal ganz starke Muskelkrämpfe auftreten, wenn man in Kontakt von Strom gerät. Auch natürlich kann das Herz aussetzen. Da hat er jetzt wirklich großes Glück gehabt, dass er so lange auf dem Tisch ausgeharrt hat und das Wasser nicht weiter gestiegen ist. Der Hausmeister hatte trotz des erlittenen Schädelhirntraumas erkannt, dass das steigende Wasser unter Spannung geraten könnte und war gerade noch rechtzeitig auf den Tisch geklettert. Außerdem hat er durch das Abdrücken seiner Schnittwunde einen größeren Blutverlust verhindert. Die verletzte Arterie wurde operativ behandelt. Nach 4 Wochen konnte der 46-Jährige das Krankenhaus verlassen. Nachdem der Keller des Mehrfamilienhauses trockengelegt war, wurden die Wasserrohre und der Stromverteilerkasten erneuert.